Der Herr Trilux zeigt uns jetzt die aktuelle Cheater-Situation in CS scheinbar. Gibt keine Cheater. Gibt es nicht, ja. Rain wird Sachen machen. Nein, der wird nicht. Rain wird die letzten Ace machen in dieser Pistole. Ja, mit Armin. Ich gebe mich auch mit. Ich komm mit. Okay, Rain. Aber warte, wie kommen die sofort drauf, dass der... Aha, weil er nur Rang 8 ist und keine Badges und nix hat in seiner Elo, wa? Ja, wahrscheinlich. Ace machen in dieser Pistole. Ja, mit Armin. Ich gebe mich auch mit. Ich komm mit. Okay, Rain hat... Rain ist auf der Gear auf jeden Fall, ja. Reefing, direkt Reefing reindrücken. Ja, Rain. D-Haus. Oh, Ibrahim hat Bombe verloren. Einer müsste late kommen. Fuck. Nice. Oh, nice shot. Natürlich gleich über den Tap. Der Cheater ist tot, der Cheater ist tot. Der Rain? Ach so. Ja, der ist tot. Ja. Also er schießt gut, der Junge. Der kommt einfach kitchen mit Knife raus. Ja, doch, die konnte das ja gespielt. Oh, ja. Lenny. Was ist denn los? Oh, jetzt fühlen wir Akan cheaten, let's go. Ich mag keinen Bock mehr. One car, one shot, 2A. Hallo, was ist das hier gekauft? Hallo, was ist das Car? Ne, aber hat er recht, halt. Das ist ein unserer, das ist boah, ist Position, da eine fertig Nudelsuppe? Der callt uns halt. Ja, aber der kann ja, also, er kann doch nicht, Lennart hat doch Dings an. Hau rein, Lennart. So, durch die Smoke, durch die Smoke, durch die Wand. Man denkt, der Cheater mit Scout, und jetzt geht Kick da hin. Aber sogar mit Scout, der Klassiker. Ja, mit der Hochlane da. Der ist richtig am Rage-Cheaten, ne? Bitte. Alter. Ey, Borki, du kommst gerade richtig, Alter. Yo! Oh! Yo! Genau! Nö, also jetzt so nach dem Replay, glaube ich, der hat nicht an, also. Ja, also sah schon legit aus. Also ich finde schon, wenn du schaust, guck mal. Hier, sein Mate hat einfach extrem schlechtes Positioning, also. Ja, er hat ihn auch nicht durch die Wand abgamed oder so. Ja, das machst du halt, weil der Spieler, der hat da Map-Knowledge, der weiß etwa, wo Stairs ist, weißt du, und preempt es halt schon mal. Ja. Aber es ist, guck mal hier, der weiß halt. Aber nachdem er so high in den Chat schreibt. Ja, also weißt du, guck mal, der preempt hier einfach sauber. Siehst du, wie er sauber preempt und dann, ja, ist er halt drauf. Alter. Also der ist richtig hart im Rage-Cheaten, ne? Der wurde erste Runde gekillt und dann direkt, ey, Trilux, was geht? Jetzt, Alter, der weißt du, jetzt drück Stern rein. Jetzt aber so geil, vor allem das Schöne ist so Klassik mit der mit der scheiß Luftpumpe, ey. Ja. Auch wie er rumhüpft, aber das ist... Bunnyhoppen. Ja, aber das, ich meine, das Bunnyhoppen mal da drauf. Der Account ist ja Level 8 oder so, hat er gezeigt. Es gibt auch Bunnyhoppen, Markus, für Counter-Strike. Aha. Na okay, maybe. Ich dachte nur gerade, wahrscheinlich irgendjemand, der, weißt du, auf einem anderen Account ein bisschen cheatet, so. Naja. So just for fun, ein bisschen rumcheaten. Ich glaube, so wie der cheatet, hat einfach alles angemacht. Der Mann hat alles, ey. Der dachte wahrscheinlich so, ey, heute cheat ich ein bisschen unauffällig, weißt du? Dann hat er Trilux gesehen und dachte sich so, nee, Mann. Heute ist mein Tag. Heute ist mein Tag. It's my birthday. Fahr Deutschland. Eini. Ich kann dir sagen, wer sich. Oh nein, einer wird eventuell dreist. Aus Moldova. Und nein, ich kann dir nur sagen, nichts. 45. Oh, Seid. Seid mit dir. 45 Stunden gespielt. 45 Stunden. Bist frei. Keine Art, ja, Mann. Ding. Yo, Mercedes-Fahrer, pick mich! Wow. Mercedes-Fahrer? Ich möchte nur mal kurz festhalten, der Mercedes-Fahrer hat... Der wollte hier rein, Molly. Ja. Und reinflashen. Warte, ich bait für dich. Ey, hinterm... Ey, der legt einfach... Der versucht mich zu bangen! Mercedes-Fahrer? Hab ihn. Der Drage an, der Spin-Button. Was, am Spin-Button? Der hat mich gerade versucht, im Türraum, im Leiterraum, durch die Wand zu wallbang. Das ist funny. Armin, der... Diese Schelle. Hat er den Mollo gefällt auf mich? Bitte Fall. Na, was jetzt? Der Mollo? Komm schon, zeig mir den Spin-Bot, bitte. Spring dann die Wand rein. Ich glaube, Alter, das muss ich nochmal sehen. Bitte, was?
Manchmal ein Chance-Spring dann. Ja, das war ein cleaner Flick, also ich weiß nicht, was hier. Vor allem, weißt du, guck mal, ich wette mit dir hier. Alter. Auf jeden Fall. 100% Aimbot, ne? Aber guck mal, hier hilft der Aimbot ja nicht. Hier hilft der Aimbot ja nicht und er trifft, er schafft es nicht, ein stillstehendes Ziel zu treffen. Guck's dir an. Bam, bam, bam. Siehst du ja auch am Screen, wie der ruckartig bewegt. Aber ich meine, der Typ schafft es nicht, ein stillstehendes Ziel zu treffen, weißt du? Da siehst du einfach, welche Art Mensch das ist. Und dann kommt er aber mit zu. Und Dantes. Ja, der guckt ihn aber an, jetzt schon wieder rumzuckt. Au, au, au. Ah, ne, war schon legit. Ich denke auch, legit, also... Counter-Strike ist leider kacke, ja. Also ich denke ganz ehrlich, es wird eine Zeit kommen, wo alle... Anti-Cheats so sind wie Valorant, also sehr, sehr tief im Kernel. Weil sonst kannst du nicht. Ja, musst du sonst. Wie umgecheatet wird. Ja, du kommst nicht dagegen an. Irgendwann werden alle Anti-Cheats so sein, weil anders, du kriegst es nicht mehr in den Griff. Jungs, ich habe heute schon gegen Uwe gespielt, der hat an. Ich habe heute gegen Uwe schon gespielt, der hat an. Ich habe die Demo angeschaut, der hat an. Ja, aber da hast du auch richtig Bock, ne? Runde beginnt, dein Mate callt, der hat an, ey. Da hast du richtig Bock direkt. Kein Mann. Der ist auf dem Dach drauf. Ich kann das alles nicht mehr. Die Runde ist halt gewonnen, wir werden nicht mehr aufhören. Das fighten. Ich würde auch gerne mal schauen. Ich glaube, hier oben muss man schauen. Ja, da ist er. Er steht auf dem Dach. Hello, dear Counter-Strike Devs. We noticed an enemy is on the roof in T-Spawn. How did he get up there? Ich stelle eine Frage. Ich hab gerade Bock, Counter-Strike zu spielen. Ja, ne, da hat man richtig Bock, das Zugehen zu zocken, ja. Weil ja. Das ist aber super fair. Seit Jahren bekannt und wird nichts geändert. Das Problem ist, du kannst einen Anti-Cheat nicht einfach ersetzen. Zum Beispiel Valorant. Das Anti-Cheat und das Game wurden Hand in Hand entwickelt, deswegen funktioniert das so gut. Das sagen auch viele bei Tarkov, nimm doch einfach ein anderes Anti-Cheat. Ich habe das mal versucht zu erklären. Das Anti-Cheat ist wie, du nimmst ein Haus und das Anti-Cheat ist die Security. Wenn du Security auf ein richtiges Kackhaus stellst, was... wo keine Türen sind, keine Fenster, dann hilft nicht. Aber wenn du ein gutes, sicheres Gebäude hast und du kaufst dann noch gute Security dazu, dann ist es sicher. Also es braucht beides, ne? In der Lobby. Vanya hat das Spiel noch nicht eingerichtet. Nur den Heck runtergeladen. Sollen wir auch einfach wieder mit hoch gegen die? Weil Valonta vielleicht auch. Alter, Valonta hat 100% auch an, einfach Valonta hat auch so. Also, Alter. Hält an jeder an, jeder! Kannst du bitte. Kann man das sehen von bis unten? Ja. Oh mein Gott, er ist wieder da oben, ne? Ja. Sie ist einfach nur mit den Lulli da oben. Vor allem, die haben alle an und verlieren halt trotzdem. How? Ja, aber ich glaube, die wollen gar nicht gewinnen. Ich meine, guck mal, der Typ geht hier aufs Dach und chillt da einfach. Der macht ja nicht mal was. Der ist einfach so, boah, guck mal, Leute, ich kann hier aufs Dach gehen. Ui, toller Aussicht. Guck mal, ich cheate. Richtig. Jetzt nennt sie einfach jedes Mal. Oh, das Replay bin ich gespannt. 5 Deagles, ey. Jetzt hat er das Mindgame gewonnen, ne? Hey guys, today I will show you how to safely cross the mid doors to B. It's important to jump high right here. Oh, that's unlucky. Nice round. Vor allem no scope. Oh. Oh, okay, das bin ich bisschen. Oh. Ja, das ist glaube ich ein Leadspieler. Ja, stimmt, die drücken so. Ich kann das nicht schon, Alter. Lass mich noch mal sehen, ey. Oh, Junge, Alter, der ist einfach gut. Guck dir mal die Reactions an, die sind schon beeindruckend. Hat er gut geprefired, würde ich behaupten. Ja. Ja, also den ersten hat er sauber geprefired, aber am zweiten hat er halt abgeschätzt, weißt du, von der Distanz vom Spawn. Und dann hat er aber weiter. Das ist heavy, ey. Also ich habe immer wieder gehört, auch vom Chat, dass CS aktuell schlimm ist, aber... Das ist eine andere Nummer von schlimm. Das sprengt. Hast du da noch voll die Chance gegen? Ey, das sprengt alles, was ich so erwartet habe. Und ich meine, das sind nur die Leute, die drauf scheißen, ob man sie findet. Weißt du, was ich meine?
Denn ist das egal. Ja. Weißt du, wie viele Closet-Cheater es gibt, die halt nicht gefunden werden wollen, wenn du so viele von denen hast? Uff. Blabla, wieder nichts. Nee, ich guck's mir nicht, ich guck's mir jetzt nicht an. Nimm mir das Blabla, ich will mich überraschen lassen. Also Blabla hat das schlimmste Profil von allen heute. Blabla, bla und Shivo. Blabla hat nichts, also wirklich gar nichts. Jetzt mein Curry und es glaube, dass der andere... Der hat sein Steam-Profil auf Level 5 gemacht, damit er überhaupt Matchmaking spielen kann. Mehr hat er nicht gemacht. Halte down. Bist du geil. Banane, Kante, Flo, kannst du mich durchflashen? Einfach hier links flashen. Ich frage mich, wie die das machen. Vor allen Dingen ist das heftig. Er hat blendet ja jedes Mal am Anfang der Runde ein, um was für eine Uhrzeit das ist. Das ist ja, wenn ich das jetzt verstanden habe, alles an einem Tag gewesen. Das ist alles an einem Tag, Runde nach Runde, so wie ich das verstehe, ja. Wir haben irgendwie 19 Uhr angefangen, sind jetzt bei 21 Uhr, also. Es ist unglaublich. Ja. 4 Jungs. 5 von 5, es ist 5 aus 5. Ja, siehst du, 5 von 5. Das ist das fünfte Game und sie haben jedes Mal obvious Cheater. Es war doch schon klar. Aber die probieren es ja dann noch. Die Deutschen probieren es weiterhin, obwohl die zwei Hacker im Team haben. Die sollen noch reinzollen, diese Hundekinder. Hä? Bla, 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 bla. Aber finde ich halt echt, Alter, wenn wir Cheater haben, wir hatten ja auch. Wenn wir Cheater haben, dann fangen wir sofort an, den abzufucken. Aber sofort. Also entweder die ganze Zeit flashen oder ihn smoken oder was immer du kannst. Damage killen, wenn es sein muss. Versuchen, das Game zu surrendern. Egal. Aber wenn Cheater eine Runde hat und dann so mitmacht, ist schon ein bisschen cringe. Warte an, ja? Lass mal mitfahren. Ja, ich denke, das Ding ist over. Wir können aber einen Molus da hinschmeißen, dann muss der da ein bisschen warten. Blabla, rennt durch. Nein, aber 20 Kill, der war möglich. Utah hat gekickt. Utah ist ein Ehrenmann. Nicht das in Draw geben? Ja doch, die kriegen den Draw. Die Runde noch und dann kommen wir mal rein. Geil, dann haben die denn gekickt oder was? Oh, blabla, also einen von denen. Er kommt mit 5 Leute, geil. Oh, Ehrenmann. Das ist aber nett, das ist nett. Ja. Ehrenmann, ja. Ja. Uff. Alter. Und dann daneben schießen. Aber das ist ja nur Wallhack. Ah, nur. Ja, okay, das nicht. Bist du sicher? Ja, das ist aber ein Angriff. Das sah sehr legit aus. Ah ja, stimmt, das ist der Blabla, ne? Ja, doch. Ist halt gutes Spray-Control. Und gutes Crosshair-Placement, muss man sagen. Ja, wenn das Crosshair-Placement von der Leine funktioniert, machst du nein, nicht. Sag's nicht. Lass uns mal über. Können wir uns mal eine Runde überraschen lassen? Doch, ich muss es vorwissen. Ja, direkt der Erste. Der Zweite. Der Dritte. Der Vierte. Alle. Jeder hat an. Jeder Einzelne wird uns richtig fett weg. Weißt du, was ich krass finde? Also, das sind ja ex-Global Elites. Aber die sind ja aktuell nur. Was sind die 4 Sterne? Gold, Master. Gold Nova 4. Das ist ja noch nicht so hoch. Und Die haben jetzt schon so viele Cheater. Holy shit, ey. Ja, frag dich mal, warum die doch Gold Nova 4 sind. Ja eben, deswegen sind die wahrscheinlich auf dem Rang. Weil ich habe mich gefragt, viele im Chat meinten immer so, dass Prime Matchmaking ab so 20.000 sei total vercheatet. Aber die sind ja, weißt du? Das ist ja schon viel weiter unten der Fall. Alter. Da ist nicht ein Account älter als ein Jahr. Ich bin immer noch der Meinung, die Gegner waren einfach gut. Kevin, wir spielen mal eine Runde CS, okay? Ja, bitte. Teppich. Alle hier unten. Ja, Pistolenrunde. Ja. Mitte oben. Bisher noch nichts, ne? Ja, B. Man muss ja erstmal die Cheats einstellen. So, die haben eine Runde clean probiert und jetzt werden wir genommen. Eine Runde clean und. Dann kann ich gerade auslaufen, die sollen endlich spinnen. Ja, spin already. Ich hab gerade zwei Spoon gelesen, weil ich das erst bin. Er hat das Spoon geschrieben. Hast du noch einen Gegner? Nee. Ja, jetzt geht's los. Aber er hat ja auch danach gefragt. Ist das alles krank? Kick, Cheater. Wollte er die durchgeben? Das sieht doch dick aus Stahl. 6 von 6. Was ist denn hier los? Es ist so. Wir haben. Egal. Aua. Aua. Im Sprung. Ey, warte, mach mal Pause. Scott zurück, der Stand gibt mir Skins and I don't cheat.
Give me skins and I don't cheat. Oh my god. Give me skins and I don't cheat. Aber der, da guck mal, wer durch. Also der gibt durch Wände, die sind dicker als mein Kopf. Also ich sag euch ganz ehrlich. Aber ohne Scheiß, die Jungs sind richtig chill. Also ich muss ehrlich sagen. Und der streamt heute noch. Also ja, die sind super chill. Also wenn ich jetzt 6 Games in Folge in einem Ranked. Wobei eben, jetzt zum Beispiel Valor spielen war aktuell auch einfach gerade einfach so viel Spaß. Aber wenn du wirklich probieren würdest, jetzt nochmal Global Elite zu kommen, du hast 6 solche Games in Folge. Meine gut, das wird halt im Nachgang erst annulliert. Ja, aber ne? ihm ist es ja egal. Im Endeffekt ist es für ihn ja Content. Ist ja super. Ja, ich meine, das hier ist viel besser als 6 gute Runden als Content, weißt du? Ja, aber als Privatperson, wenn du abends nach Hause kommst und einfach ein bisschen daddeln willst, Alter, das ist alte 4. Da hast du richtig Bock, das ist alte 4, instant. Nach der ersten Runde schon. Oh, jetzt. Oh. Ja, hat er gut gespielt. Kann man nicht anders sagen. Ja, also. Ist schon gut gespielt, ja. Alter, aber guck mal, wie die auch. Guck mal, Crosser Placement ist so garbage von dem. Das ist, oh, Alter, das ist unglaublich. Match 7, was denkt ihr, Jungs? Ich gucke rein. Ronald hat Global Mute. Jupp hat nichts. Ronald hat nichts. Chris hat ein bisschen was. Ronald hat schon Global Mute bei mir, oder hab ich den gemutet? Nee, du hast den gemutet. Dann hat er uns schon mal umgehört. Dann hat er an. Kann auch nicht mehr weh. Das ist gut, wenn du weißt, einfach nur weil du den gemutet hast, hat er an. Headshot durch Wand. Aber den Ronald hat gar gekillt, jetzt hat er nicht an, ne? Ja, der ist noch nicht ready. Also Pistol Run, jetzt geht's los, ne? Aber gut, die Pistol Runde cheaten, die cheat er irgendwie immer. Nee, nee. Ich muss erst mal gucken, ob man es ohne cheat schafft. Ja, das ist gucken, wie gut die Gegner sind und dann, jetzt kann ich cheaten. Ja, diese Cheater sind wirklich so, weißt du, so, die gehen so rein. Hey Jungs, vielleicht schaffen wir eine Runde ohne. Pistol Run, nö. Und Spin Bot. Okay, Spin Baby, Spin to win. Nice Shots, Alter. Nice Shots. Einer, mindestens einer. Mann! So, im Chat schreibt jemand, schon. Der Denjok im Gegnerteam ist Admin einer Cheater-Website oder so. Das wird noch ein Jazzkick, glaube ich, der Denjok. Von den. Jawohl, jetzt ist von der Cheater-Seite. Ich glaube, es geht los. Nein, tatsächlich. Alter. Oh mein Gott. Das ist Admin. Admin von der Cheater-Website, ja. Easy, Leute. Jetzt geht's los. Nur kurz. Feuer der Gandalf. Er drückt mir in den. Ich mochte Feuer. Oh, der hat Preis an. Ja. Das ist halt echt so. Ich will es trotzdem gucken, nur das was. Also safe haben die anders, wird wieder Leute geben, vielleicht haben die einfach nur gut gedrückt. Aber crazy Team. Ja, definitiv Warlock. Aber guck mal, hier versucht er es irgendwie noch ein bisschen zu verstecken, ne? Habe ich den Eindruck. Er versucht es noch ein bisschen zu verbergen. Was hat denn Trilos gegen Reloads? Die zu schnell nachladen. Ja, weil sie halt wissen, dass nichts mehr kommt, ja. Ja, deswegen. Dudes. Alter. Mann, ist der scheiße. Alter. Ja, da wäre ich auch Admin an der Cheater-Website, wenn ich so schießen würde. Ach so, unglaublich, ey. Eieiei. Aber es ist gute Werbung für seinen Cheat, er kann direkt sein eigenes Gameplay zeigen, vorher und nachher. Alter. Ich hab den hinter dir. Full überleben, bitte. Ja! Alter. Damn! Oh. Ey, Mann, was war das heute, Alter? Sie könnte schlafen gehen, oder was? Ja. Okay. Alter, geiles Video. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es so krass ist. Alter, das ist heavy. Ja. Und die Jungs spielen ja, was spielen die auf, Ah ne, das ist nicht Faceit, ne? Ne, das ist normal CS2. Na gut. Aber siehst du... Das ist echt toll, Alter. Deswegen chillen wir aktuell hier. Easy, next round, Kevin, let's go.